So, ihr Lieben, heute wieder ein kleines Update zur Freilandhaltung meiner Afania Smento. Praller Sonnenschein, fast 30 Grad. Ich lasse etwas kaltes Wasser einlaufen. Das lieben sie. Ich hoffe, man sieht die Kleinen. Leider sind die Lichtverhältnisse jetzt nicht die besten heute. Die Tiere sind extrem bullig geworden, kräftig. Die Männchen sind fleißig am Balzen. Jungtiere habe ich bis dato noch keine gesehen. Aber das wird sich spätestens im Juli, August ändern. Die Tiere sind in einer wunderbaren Konstitution. Einfach ein Traum. Abgeleicht wird hauptsächlich hier in diesen Algenpolstern. Das Männchen versucht permanent, die Weibchen da reinzulocken. Der Teich ist so gestaltet, dass er auch Schattenbereiche hat, wo also nicht permanent die Sonne reinscheint. Die Tiere nutzen das auch recht gern. Wenn es zu heiß ist, was man bei den Afanios ja nicht glauben mag, im Sommer zumindest, aber auch da, wenn die Temperaturgrenze, na, sagen wir mal, 25, 28 Grad im Wasser überschreitet, dann sind sie lieber im Schatten und agieren lieber aus dem Schatten heraus. Das war's schon. Das nächste Mal gibt's dann vielleicht Junge zu sehen.